Rund 5 Jahre nach Beginn des Krim-Konflikts haben die Ukraine und Russland einen großen Gefangenenaustausch abgeschlossen. Die Flugzeuge aus beiden Ländern landeten fast gleichzeitig auf den Flughäfen der Hauptstädte. In Kiew trafen unter anderem die 24 ukrainischen Seeleute ein, die seit November in russischer Haft gesessen hatten. An Bord der Maschine war außerdem der ukrainische Regisseur Oleg Senzow. Präsident Volodymyr Zelensky nahm die Freigelassenen in Empfang mit Handschlag und Umarmung. Ist das jetzt ein neues Kapitel in den Beziehungen zwischen Russland und der Ukraine? Das ist das erste Kapitel, meine ich. In Moskau landete eine Maschine mit Gefangenen, die Kiew zuvor aus der Haft entlassen hatte. Erst in der vergangenen Woche hatte ein ukrainisches Gericht auch den des Hochverrats beschuldigten russischen Journalisten Kirill Wischinski aus der Untersuchungshaft entlassen. Moskau und Kiew hatten auf Initiative des ukrainischen Präsidenten seit Ende Juli über den Austausch von Gefangenen verhandelt. Bleibt die Hoffnung, dass alle Gefangenen auf beiden Seiten schnell freikommen? Kiew übergab im Juli, eigenen Angaben zufolge, Moskau eine Liste mit den Namen von 150 Ukrainern, die in russischen Gefängnissen säßen.